Hallo und herzlich willkommen. Ich bin zurück. Yay. Ja, sorry, dass ich so lange nichts hochgeladen habe. Ich war busy mit meinem neuen Job. Also für alle, die es nicht schon über Instagram, whatever mitbekommen haben. Ich bin nicht mehr bei Mini tatsächlich. Ich habe mich dort aufgrund diverser Gründe verabschiedet. Nichts Negatives, no shade. Deswegen, also ich bin jetzt bei Jaguar Land Rover. Habe da entsprechend sehr, sehr viel Spaß, aber auch wenig Zeit, weil ich mich da jetzt drauf fokussieren will. Und aufgrund der aktuellen Situation kann man nicht raus. Man darf nicht raus. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Aufgrund dessen gibt es heute ein Video aus meinem Wohnzimmer gemeinsam mit einigen alten Videos, die ich euch einblende, während ich euch was über meine neuen Autos erzähle. Oder meine alten Autos erzähle. Whatever, alle meine Autos. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, welches Auto euer Lieblingsauto ist. Abonniert, subscribed. Ach, hey. Oh, man merkt, die ganze Zeit drin sein tut niemandem gut. Oh Gott. Also, viel Spaß. Also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich habe übrigens fast alle meine Kennzeichen, also wirklich alle bis auf ein Fahrzeug, habe ich die Kennzeichen aufgehoben. Die stehen bei mir dekorativ rum. Ich fange an meinem 18. Lebensjahr. Noch Azubi, kein Geld, kein gar nichts. Man überlegt sich, hey, ich will ein Auto. Jeder hat ein Mini, aber ich habe keinen Mini. Und ich kann mir auch keinen neuen Mini leisten. Aber vielleicht sollte ich mir einfach ein Classic Mini holen. Ja, Bekannten angeschrieben, kam raus, hey, ich verkaufe gerade ein Auto. Auto gefahren, gekauft, nächsten Tag war es meins. Ja, war ganz gut. Ich hatte es mir so gedacht, hey, du musst dann keine Autoversicherung zahlen, die exorbitant hoch ist, kannst ein bisschen von den Rabatten runterkommen, hast keine finanzielle Belastung großartig, weil du zahlst ja keine Rate und die Steuern sind nicht so viel, bla bla bla. Auf jeden Fall, dieser Classic Mini ist der Captain. Der Captain ist ein 92er Rover Mini, der letzte Vergaser mit einem 1000er Motor. Das Auto hat 15 Vorbesitzer, hatte diverse Schweißdrahtigel. Ja, war eigentlich, jetzt kann ich sagen, komplett am Arsch, als ich den gekauft habe. Irgendein Vorbesitzer hat sich da anscheinend mal mit einem Schweißgerät und ein bisschen Bauschaum rangesetzt und sich gedacht, hey, wir pfuschen den mal wieder auf den Tisch, okay. Auf jeden Fall Azubi, bin den Captain gefahren, hatte eigentlich eine geile Zeit, weil ich hatte noch nicht richtig Ahnung, ich konnte halt nicht wirklich was tunen oder umbauen. Bin den gefahren. Allerdings war die Sache, ich habe dann recht schnell festgestellt, hey, so ein alter Mini, da geht echt verdammt viel kaputt. Und ich habe halt wirklich, ich habe es mal runtergerechnet, so im Monat 400 Euro aufwärts, alleine an Teile und Arbeit rein investiert, nur damit das Auto fährt. Ja, was macht ein schlauer Azubi? Azubi rechnet und denkt sich, nee, es geht schon und kauft sich einfach ein zweites Auto. Hab dann recht schnell festgestellt, hey, ein Cooper Coupé ist eigentlich ganz lustig. Hab dann einen Aurich gefunden. Aurich sind 900 Kilometer von mir aus. Ich bin gemeinsam mit meinem Freund, haben einen schönen Tagesausflug gemacht. Am Ende des Tages, mir war alles egal, aber Apollo 13 war da. Mit 120 PS sowas, also nagelt mich bitte nicht fest. Und mit dem John Cooper Works Paket, habe dann auch direkt einen Schaltknopf umgebaut und habe dann auch ein bisschen Unterstützung bekommen, dass das Auto zumindest annähernd nach was klingt. Da ist ja Apollo 13. Naja. Ich sitze übrigens so ein bisschen verkrüppelt da, also nicht wundern. Obwohl er leicht untermotorisiert war, war ich happy, weil ich dachte mir, hey, es muss ja noch Luft nach oben sein. Und ich hatte Apollo 13 da stehen, das Auto hatte ich so seit 4 Wochen. Und dann haben wir irgendwann mal spaßeshalber, ich weiß nicht, wie ihr das auch macht, einfach mal schauen, was Versicherungen für gewisse Autos kosten. Irgendwann war ich so, hey, wir rechnen mal einen John Cooper Works Clubman. Ausrede gefunden, auf die Suche gemacht. Hab dann auch relativ schnell einen Wagen gefunden, der war in Landshut, den dann auch recht schnell abgeholt und 6 Wochen, nachdem Apollo 13 kam, ist er auch schon wieder gegangen. Da wurde dann der Admiral abgeholt. Dem N14 Motor, 2013er Erstzulassung, sprich, wir haben schon die Optik vom Facelift-Modell, aber noch den kleinen Arschlochmotor. Sorry, ist so, der Motor ist grausam. Dann bin ich das Auto gefahren und gefahren, bin den auch mal nach Stuttgart zu Dynamic Automotive gefahren. Da haben wir dann die Abgasanlage bearbeitet, dann haben wir nochmal die Abgasanlage bearbeitet, dann haben wir umgerüstet das Fahrzeug auf die sogenannte Einzellen-Cut-Technologie. Entsprechend war einfach nur Turbolader, Rohr. Irgendwie habe ich dann festgestellt, so, hey, ohne Cut in München, ohne Cut irgendwo, ist einfach dumm. Also es war wirklich, das Auto war laut.
nicht gut geklungen, das hat nicht irgendwie angenehm geklungen. Wieder nach Stuttgart gefahren und Auto zurückgerüstet. War das allerbeste, was ich zu dem Zeitpunkt hätte machen können, weil dann kam bei, ich glaube, 80.000 Kilometern sowas, kam der Laderschaden. Hab dann von BMW das Ganze neu bekommen, also einen neuen Turbolader, einen neuen Krümmer, weil der war auch gerissen und mehrere Ölwechsel. Dann irgendwann hat es angefangen, hey, vielleicht solltest du das Auto lieber verkaufen und dir was Zuverlässigeres holen. Weil der Captain war zu der Zeit dann schon in Restaurierung, hab den zu einem damaligen Freund gegeben, war eigentlich das Dümmste, was ich hätte machen können. Na, zum Captain gibt es dann eh ein eigenes Video unter Restaurierung, weil es ist bald soweit. Oh. Der Admiral musste weg. Geile Zeit, 8 Monate und dann hat's angefangen. Sophie, du hast jetzt ausgelernt. Sophie, du hast den ganzen Tag mit Amis zu tun. Sophie, du siehst, wie geil JP Performance den Mustang umbaut. Sophie, du bist gut mit einem Ford-Verkäufer. Es lag dann recht nah, ich nenne es immer liebevoll meine frühe Midlife-Crisis. Ich habe mir einen brandneuen Ford Mustang GT bestellt. 5 Liter V8, war schon ein bisschen dekadent, war eine geile Zeit. Da habe ich auch ein bisschen was umgebaut. Ich musste es mir tatsächlich mal aufschreiben. Ich vergesse irgendwas, aber ich habe safe irgendwas hier auch vergessen. Also von dem her, ich hatte tiefer Verlegungsfedern, Aluminium-Schaltwippenverlängerung, Vorverbreiterung von je 46 mm pro Achse, die Rücklichter getönt in Rot, den unteren US-Kühlergrill nachgerüstet, ich habe die 5.0-Embleme in schwarz-matt-gold geholt, dann habe ich das vordere Emblem schwarz lackiert, habe die vordere Domstrebe vom US-Modell nachgerüstet, Ford Performance Kühlergrillabdeckung, hatte dann einen offenen JLT-Luftfilter. In Verbindung mit der Schropp-Software. Nochmal riesen Danke hier. Es war so eine geile Zeit. Das Auto ist so geil gefahren. Der hatte so Eier. Ein tolles Auto. Ich vermisse den manchmal. Ich vermisse den manchmal wirklich. Alter, ich sitze da wie ein Krüppel. Das ist nicht mehr normal. Es war zwar echt cool, mit dem Auto irgendwo aufzuschlagen. Und jeder denkt sich, oh, kleine süße Blondine im dicken Mustang. Hm. Ich war auch echt stolz, weil der war wirklich von mir selbst bezahlt, von meinem Geld. Und ich habe mir nicht irgendwie von Mami, Papi oder irgendwem anders das Geld geholt, sondern es war wirklich alles durch meine Leistung. Für mich war es halt echt immer nur das Zweitauto. So ehrlich muss ich sein. Aber der Captain ist und bleibt die Nummer 1. Und dann musste ich halt zurückschrauben, weil ich hatte dann eine eigene Wohnung, die war recht teuer. Andere Verpflichtungen und habe festgestellt, so ein dickes Auto ist nicht alles. Hab dann den Mustang verkauft. Und dann war es so, ich habe dann als, keine Ahnung was, ich frage mich heute noch, was ich da gemacht habe. Hab dann einen neuen Job gehabt. Hab irgendwas gemacht den ganzen Tag, aber hatte da als Dienstwagen einen geilen Fiat Panda. Ja, Auto fährt nicht schneller als 135, glaube ich, war das schnellste, was ich fahren konnte. Ja, ich blende euch mal 1-2 Fotos ein. Ist ein absoluter Scheißkahn. Sorry, aber es war schon eine Zumutung, sowas zu fahren. War aber ganz gut, weil ich musste halt nur einen Sprit zahlen. Ich habe ein bisschen Geld gespart, konnte meine Miete zahlen, konnte ein bisschen Geld zurücklegen. Und irgendwann hat sich halt ergeben, so hey, du wirst da nicht mehr lange arbeiten. Bester Freund hat bei Mini gearbeitet und du wolltest ja was Zuverlässiges. Was mache ich? Ich habe mir einen brandneuen Mini Junko Bauworks bestellt. Ja, ich denke, dass alle Seiten sich sehr gefreut haben über den Deal. Also Panda kam weg, Heidi kam. Ich habe Heidi im Juni 2018 abgeholt. Dann direkt Rücklichter umgebaut, die roten Akzente schwarz gemacht, die Felgen getauscht. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie das Auto bei der ersten Probefahrt aussah. Also, was für Serie. Und dann ein Foto, wie er eine Woche später aussah. Heute umgebaut. Gibt es ja ein eigenes Video, ich glaube, ich brauche es nicht nochmal sagen. Und jetzt fängt es halt langsam wieder an. Also ich habe das Auto jetzt 2 Jahre. Der Captain ist bald fertig. Also er ist offiziell fertig, technisch. Jetzt fehlt noch der TÜV. Und dann fehlen noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und die Zulassung fehlt natürlich. Deswegen ist es jetzt wirklich so. Ich weiß, viele identifizieren mich mit Heidi. Aber ich identifiziere mich mit dem Captain. Der Captain ist wirklich für mich, ich sag's nochmal, wie mein alles. Mein Herz, meine Seele, mein Stand. Auf jeden Fall ist es für mich wirklich, Heidi kann weg, wenn ihr Bock habt, mein Auto zu kaufen, bitte, mobile Inserat ist unten drin oder auf Instagram auch. Ja, also ich bin bereit, mein Auto abzugeben. Deswegen ist jetzt der Plan, autotechnisch aktuell, Heidi verkaufen, Captain auf mich zulassen, wieder von dem Versicherungsrabatt runterkommen, wieder ein bisschen beruhigt, schauen, was ich dann mache, weil ich habe es ja in meinem allerersten Video schon gesagt, es steht so viel
im Raum autotechnisch. Ich weiß nicht, was ich möchte. Ich weiß, ich möchte den Captain zulassen. Ich weiß, ich möchte, dass der Captain mein erstes Auto ist und bleibt. Und die Ehre werde ich ihm jetzt gebühren. Und dann zum Winter hin, wenn sich die ganze Corona-Thematik beruhigt hat, wenn es der Wirtschaft wieder ein bisschen besser geht, dann kann ich auch überlegen, was werde ich mir kaufen. So viel dazu. Lasst mich doch wissen, welches der vorgestellten Autos euer absoluter Favorit ist, zu welchem Auto ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen soll, darf. Stellt mir gerne die Fragen in den Kommentaren oder, weiß ich nicht, schreibt mir, was auch immer man so macht. Subscribed, lasst ein Abo da. Ist eigentlich das Gleiche, aber interessiert hier auch niemanden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in der Quarantäne. Bleibt stark, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Wir schaffen das, wir machen das zusammen. Freue ich mich schon dann aufs nächste Video.